Und ich freue mich schon darauf. Erstmal will ich mein Gold wieder haben. Der herzogliche Zahlmeister Olfis hat es für euch aufgehoben. Ihr findet ihn im Keller in der Nähe der Schatzkammer, wenn nicht sogar darin. Ich werde hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Gut, ich komme zurück, sobald ich diesen Olfis gesprochen habe. Wie ihr wünscht. Wenn ich mein Gold haben will, muss ich dafür Olfis im Palastkeller aufsuchen. Wo geht es in den Palastkeller? Ach, da oben, da drüben, okay. So, hier ist noch Eltern. Mit zwei flammenden Fäusten. Greetings. How are you holding up? Seid gegrüßt, Benjamin. Wie kommt ihr zurecht? Recht gut, Sir und ihr? Ich bin immer noch nicht daran gewöhnt, dass Leute versuchen, mich aus unerklärlichen Gründen zu töten. Sonst aber gut. Ich werde es überleben. Meine Gefühle sind irrelevant. Ich schlage vor, dass ihr euch mit relevanten Dingen befasst. Nehmen wir die A zwei. refreshing perspective. My friends on the council are inclined to view the tankard as half empty. Eine erfrischende Perspektive. In den Augen meiner Freunde im Rat ist der Humpen eher halb leer. Ihr seid alle erfahrene Abenteurer. Es muss schwer sein, von der Gefahr zu wissen, die Kehler darstellt, aber nicht selbst etwas tun zu können. Weil das so wird von Neuankömmlingen erflutet. Meuchelmörder laufen im Herzogspalast herum. Ich kann ihnen ihren Pessimismus nicht verübeln. Schwäche führt zu Niederlage. Kehler handelt ohne zu zögern oder sich zu hinterfragen. Das müssen wir auch. Man kann ihren Pessimismus nicht The verübeln. Kalashite monk once told me, every night is dawn's herald. The trick is to hold on to the memory of light until the darkness breaks. Ein Mönch aus Kalimshan sagte einmal zu mir, dass die Nacht die Vorbotin der Morgendämmerung ist. Der Trick besteht darin, das Licht nicht zu vergessen, bis die Dunkelheit von ihm vertrieben wird. Sie nennen Kayla die strahlende Dame. Sie behauptet von sich, das Licht zu sein, das die Dunkelheit vertreibt. Man hat mir im Laufe meines Lebens schon viele Namen gegeben, wenn ihr Namen sind nur Wörter und Wörter können nur umgedreht werden, wie Kayla und ihre Handlinge ihre Taten auch zu rechtfertigen versuchen. Sie stören den Handel an der gesamten Schwertküste und unsere Leute leiden deswegen. Nur wenige können den Streitkräften widerstehen, die sich gegen sie vereinigt haben. Seid ihr wegen der Leute besorgt, Herzog, oder wegen des Handels? Nicht mehr lange. Kayla hat versucht, mich zu töten. Sie wird sich dafür verantworten müssen. Nehmen wir mal die zwei. What use is the heart without blood or lungs without air? One needs the other. To ignore either does both a disservice. Was soll das Herz ohne Blut oder die Lungen ohne Luft? Das eine erfordert das andere. Eines davon zu ignorieren schadet beidem. As pleasant as it is to speak with you, I am required elsewhere right now. Es ist wirklich angenehm, mit euch zu sprechen, aber ich werde jetzt anderswo gebraucht. Oh, if you do venture into the city, be sure to take Captain Corwin with you. A talented officer, that one. She'll take care of you. Oh, wenn ihr in die Stadt geht, nehmt bitte Hauptmann Corwin mit. Sie ist eine talentierte Offizierin, die sich gut um euch kümmern wird. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Keller. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und hoffen, dass wir hier nicht gemeuchelt werden oder gemordet werden. Hi. You are welcome here. Oh, Benoit, hallo. Was bringt euch an diesem Tag in die Schatzkammer des Verlastes? Grüßt Orphis. Ich werde mich bei der Reise begeben, daher wollte ich meine Ersparnisse abheben. Ihr seid nicht schüchtern. Warum geht man normalerweise in eine Schatzkammer? Mein Gold gibt es her sofort. Nichts von Bedeutung. Nehmen wir das erste. Sind wir mal höflich. Ihr wollt euer Geld, richtig? Wenn ihr so freundlich wärt, ich weiß nicht, ob ich alles mitnehmen werde, aber ich würde gerne einen Blick auf das Gold werfen, nachschauen, wie es ihm geht. Es wissen lassen, dass ich es nicht vergessen habe. Ihr wisst schon. Ja, nun, ihr wisst hier, die Sache ist so, es gibt einen Bezug auf euer Gold. Gibt es ein kleines Problem? Ich habe es im Augenblick nicht. Das ist ärgerlich. Es hat viele Mühen gekostet, dieses Gold zusammenzutragen, Olfis. Es hat mich mehr als nur einmal fast das Leben gekostet. Ich verstehe. Und wann genau gedenkt ihr, dass ihr es haben werdet? Ich kann euch euer Gold besorgen. Bald, sehr bald. Ich schwöre es. Bitte erzählt Herzog Belt nichts davon. Ich werde meine Stelle verlieren. Ich werde es Belt nicht sagen. Ihr selbst sagt es ihm umgehend. Er muss wissen, was hier unten vor sich geht. Ihr könnt das Geld besorgen. Wie lange wird es dauern? Ihr seid dabei, viel mehr als das zu verlieren, ihr schwachsinnige Ochse. Ihr könnt das Geld besorgen. Bitte gebt mir da etwas Zeit. Ich werde es euch wieder beschaffen. Ich schwöre, das schwöre ich.
Ich gehe sofort los und hole es euch zurück. Ja, ich werde jetzt gehen. Ich treffe euch mit eurem Gold vor dem Palast, bevor ihr geht. Ihr solltet den Schatzmeister vor dem Haupteingang des Palastes treffen. Und ja, ich kann keine Türen aufbrechen. Leider. Hallo Ratten. Zellenschlüssel. Ich weiß nicht, wie ich das wirklich tue. Lass mich hier raus, verdammt. Ist da draußen jemand? Wer ist da drin? Ich bin ein Offizier der Flammenden Faust. Ihr müsst mich hier rausholen. Wie seid ihr dort hineingelangt? Ein Doppelgänger hat mich dazu gebracht, die Tür zu öffnen, dann mein Gesicht angenommen und mich eingesperrt. Bitte, ihr findet einen Schlüssel und lasst mich hier raus. Nun spricht es auf den Wänden und dem Fußboden dieser Zelle erzählen eine Geschichte von Grausamkeit und Misshandlung, die sie kurzem stattgefunden hat. Ist da draußen jemand? Ich bin es wieder. Habt ihr einen Weg gefunden, diese schändliche Tür zu öffnen? Ich habe in der Nähe einen Schlüssel gefunden. Vielleicht passt der. Dann könnte sein, Dank. Ich dachte schon, ich komme nie mehr aus der Zelle raus. Wer seid ihr? Mein Name ist Idenali. Ich bin Offizier der Flammenden Faust. Mein Weg kreuzte sich mit dem einer Magierin in Sarivox Diensten. Sie hat mich ausgetrickst und mich in die Zelle gesperrt. Wie hat sie das geschafft? Ich kann nicht einfach hier rumstehen und reden. Ich muss meinen Kommandanten sprechen. Euch geht Dank. Ich würde euch mehr geben, hätte ich mehr zu geben. Doch das habe ich nicht. Nun muss ich gehen. Lebt wohl. Ich habe den glücklosen Offizier aus seiner Zelle befreit und diesen Port geschickt. So, was haben wir jetzt noch offen? Mein gestohlenes Vermögen. Aha. Skis großer Plan. Sarivox Geheimnis. Gut, dann kann ich ja jetzt wieder nach oben gehen. Ihr braucht nur zu fragen. Gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe oben um, bevor wir hier rausgehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Will der mit mir reden? Nö, der will nur an mir vorbei, okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach, hier wäre Belt, okay. Simply no standards these days. Das ist einfach nur eine Edelfrau. Was hat Belt noch zu sagen? Accept my apologies. My intent was to keep you and Imowen safe. Kalar's assassins, indeed any assassins, should never have been able to breach the palace. Bitte mit meinen Entschuldigung an, Benno. Ich wollte euch und die Mohren in Sicherheit wissen. Es hätte Kalars Meuchelmördern oder jedem anderen Meuchelmörder niemals gelingen sollen, in den Palast einzudringen. So etwas kommt vor. Apropos Vorkommen. Was ist in den Höllen mit eurer Stimme geschehen? Wo ein Wille ist es auch ein Weg. Was wissen wir über die Herrin der Meuchelmörder? Wichtiger ist ihr Ziel. Die Herrscher von Baldur's Tor befanden sich unter demselben Dach, aber sie hatten es auf mich abgesehen. Diese Stadt ist nach meinem Siegen weich geworden. Die Wachsamkeit war das erste Opfer. Nehmen wir mal das, die vier. Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht dachte sie, sie könnte alle Leute ermorden, die sich im Palast aufhielten, und ihr wart nur eine von vielen Personen, die Kayla eliminiert sehen wollte. Einen Berichten zufolge verfügt die strahlende Dame über einen eisernen Willen, und dasselbe soll auch auf ihre Anhänger zutreffen. Sie scheint sich aber zu stark auf Söldner zu verlassen. Mit genug Geld könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wer eine Schlange töten will, muss ihr den Kopf abschlagen. Was wisst ihr über Kayla Argent? Wer sich auf die flammende Faust verlässt, sollte vielleicht nicht ernsthaft versuchen, Söldner mit Geld gegen ihre Auftraggeber aufzuhetzen. Ihr habt mich, mehr braucht ihr nicht. Kayla Argent hat mich angegriffen und dafür wird sie mit ihrem Leben bezahlen. Nehmen wir die eins. Mehr wissen wir leider nicht. Unsere Kundschafter in den Trollklauen und im Hochmoor hatten wenig Erfolg dabei, ihre Bewegung zu verfolgen. Wir haben dabei auch viele Leute verloren, teils sogar an Kayla. Was könnte treue Soldaten dazu bringen, ihre eigene Stadt zu verraten?
Anhänger von vielen Glaubensrichtungen versammeln sich unter ihrem Banner. Was sie sich alle von all dem erhofft, ist unklar, aber es scheint nicht an der Hingabe ihrer Gefolgsleute zu ändern. Das ist alles, was ich über die Frau wissen will, die uns und die gesamte Schwertküste bedroht. Fanatiker als Anhänger, unbekannte Ziele und keine Informationen über ihre Pläne oder Strategien. Wenn sie es auf einen Krieg gegen uns abgesehen hat, sind wir bereits am Verlieren. Was wissen wir sonst noch? Sie ist zuerst mit einigen Anhängern im Hochmoor erschienen. Ihre Ränge sind alarmierend schnell gewachsen. Sie haben zuerst Drachenspeer eingenommen, worauf sich mehr ihrer Sache eingeschlossen haben. Ihre Armee ist dann in alle Himmelsrichtungen losgezogen und hat nun uns erreicht. Hoffentlich könnt ihr diese Bedrohung ein Ende setzen. Wir werden unsere eigenen Truppen organisieren und uns auf einen weiteren Angriff vorbereiten. Mietlinge der flammenden Faust, Diener, noch mehr Mietlinge. Steht auf dem Tisch was Interessantes? Ach nee, da haben wir ja den Wein genommen. So, und hier wäre eben. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ibo ins Zimmer. Imoin liegt noch auf dem Bett, ihre Brust hebt und senkt sich. Sie lebt. Das ist alles, dessen ihr euch sicher sein könnt. Fürs Erste muss es reichen. Hi, Fenster. Eure Freundin braucht jetzt Ruhe. Ich glaube, selbst wenn ihr es wolltet, könnt ihr sie nicht aufwecken. Zum Wohle aller rate ich euch davon ab, es zu versuchen. Nun geht. Und euch sind die Straßen vorbei, das Tor. So überfüllt, dass man kaum eine einzelne Person ausmachen kann. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You are welcome here. Guten Tag und vergnügt bei eurer Aufgabe. So, Corvin, wir können dann gehen. Und ich freue mich darauf, mal die Straße zu begehen. Die Flammen der Faust hat einige eurer bekannten Gleiter aufgespürt, weil leider waren mehrere außerhalb unserer Reichweite. Welche meiner Freunde habt ihr gefunden? Es gibt da den Baden Garrick und ein paar Tunichtsgute namens Safana und Koran. Sie sind in der Taverne Elfgesang. Die Hexe Dünner hier und die Leibwächter Minsk halten sich im Wirtshaus zu den drei alten Fässern auf. Ein Mönch namens Rasat arbeitet derzeit im Gebäude des Eisenthrons. Der Rat nimmt dort jene auf, die von Kela fliehen. Und ein gewisser Tiax ist beim Hauptquartier der flammenden Faust eingesperrt. Wo sind Khalid und Yahira? Gorion wollte, dass sie mich beschützen. Berichten zufolge halten sie sich im Norden auf, wo sie sich nach der Eisenkrise erholen. Ihr konntet Nera die Hassadeure nicht finden. Es ist schwer, sie zu übersehen. Sie sucht einfach nach dem nächsten brennenden Ding. Wir haben einige Berichte über ungewöhnliche Brände in der Nähe der Eberfellbrücke erhalten. Ich kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit etwas Ähnliches gehört zu haben. Ihr habt Vikunia, die wir nicht gefunden. Ich bin nicht überrascht. Wir haben die Drau gefunden. Sie war in Gesellschaft eines Dürger. Sie wurden für die Drachenspeerexpedition angeheuert. Ihr könnt sie ja morgen sehen, falls ihr mit ihnen sprechen wollt. Ich wüsste nicht, warum ihr solltet. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass ihresgleichen uns beitritt. Aber wir leben in schweren Zeiten. Was ich wirklich brauche, sind Vorräte. Da solltet ihr allerlei Zauberei aufsuchen. Ich kann euch dorthin führen. Also ja, wir haben Dünhai und Minsk, auch wenn Minsk eigentlich tot sein sollte, in den drei alten Fässern. Und wir haben Safana in Elfgesang. Okay. Und Rasat ist im Eisenthron. Das ist der Mönch. Ich bin bereit aufzubrechen. Bleibt nah, die Straßen sind eng. Das ist der perfekte Ort für Taschendiebe und Meuchelmörder. Geht zur Tür, ich werde euch folgen. Gehen wir. Hauptmann Schalkowin wurde damit beauftragt, mir bei meiner Aufgabe im Baldurs Tor zu helfen. Ich könnte potenziell Verbündete im Gasthaus zu den alten Fässern in der Taverne Elfgesang, beim Eisenthron oder im Hauptquartier der flammenden Faust finden.
Okay. Okay, hier geht's ja richtig hart zusammen. Die Flaming Faust versucht, den Frieden zu wandeln. Das ist schon äußerlich schwer. Ihr braucht nur zu fragen. So, und wo ist jetzt, da ist Ophilis. Ja, nur ihr da seid mir, ja. Es freut mich, euch zu sehen.